Ich sehe, dass wir an einem Punkt angekommen sind, wo es fast gar kein Zurück mehr geht. Weil diese Leute kommen nicht wieder. Die kriegen ihre Strukturen, wie auch selbst in der Ukraine. Leoni unter Beschuss. Leoni ist dieser Kabelbaumhersteller, ja, mit 7.000 Leuten in der Ukraine. Der Mittelstand ist stark. Der Mittelstand hat Kraft, Dinge auch unter widrigen Umständen wieder ins Laufen zu bringen. Leoni produziert wieder in der Ukraine. Das heißt, da ist ein ungeheures Managementpotenzial, da ist ein ungeheures Potenzial auf der Arbeiterseite. Ja, warum sollen die bitte wieder in die Pfalz oder sonst wohin zurückgehen, um sich hier das Geschwätz der Verwaltungsbeamten anzuhören oder was? Die kommen nicht wieder. Auf Dauer bedeutet das für uns Verarmung und diese wertschöpfenden Arbeitsplätze werden ersetzt durch, ich habe es neulich auf meiner Rede gesagt, Bullshit-Arbeitsplätze. Ja? Gender Studies und so weiter, dieses ganze unproduktive Zeug, das aber aus den wertschöpfenden Maßnahmen irgendwo bezahlt werden muss. Ich meine, selbst so eine Professorin für Gender Studies, die verbraucht Benzin, die verbraucht ein Auto, die braucht Kleidung, die braucht Nahrung, die braucht Wohnung. Das sind alles wertverzehrende Dinge, denen sie aber nichts Wertschöpfendes dagegen setzt. Das heißt, diese Person zieht das Land runter. Und davon haben wir mittlerweile, ich meine, ein Land verträgt natürlich jede Menge, aber eben nur bis zu einem bestimmten Punkt. Und mittlerweile sind wir bei einer Staatsquote von 52% mit steigender Tendenz angekommen. Das hat noch nie funktioniert. Ja.